Herzlich willkommen zum Lesepunkt 2021 und herzlich willkommen zum Internationalen Literaturfestival in Berlin. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu können zu diesem aufregenden Lese- und Debattierwettbewerb. Und ich freue mich ganz besonders, dass durch dieses digitale Format, in diesem Jahr findet es zum zweiten Mal so statt, unheimlich viele Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Freunde, Familienmitglieder aus den ganzen Ländern, aus denen ihr kommt und darüber hinaus an diesem Lese- und Debattierwettbewerb teilnehmen können, eben zuhören, zuschauen und durch euch Impulse bekommen. Ich begrüße die ganzen Finalistinnen und Finalistinnen aus 7 verschiedenen Ländern. Wir stellen sie euch nachher vor. Ich sehe die aufgeregten, gespannten Gesichter hier schon auf dem Bildschirm. Ich freue mich gleich, mit euch diskutieren zu können. Ich freue mich, Herrn Kiesler begrüßen zu können, der ein Grußwort uns vorlesen wird vom Bundesaußenminister Heiko Maas. Und ich begrüße Frau Heike Toledo. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Kiesler. Ich bin im Auswärtigen Amt zuständig für Deutsch als Fremdsprache. Herzlich willkommen, liebe Lesefüchse. Ich freue mich auch, mitteilen zu können, dass auch in diesem Jahr der Bundesminister des Auswärtigen Heiko Maas die Schirmherrschaft über die Lesefüchse übernommen hat, wie auch schon in den letzten Jahren. Er kann leider heute nicht dabei sein, aber er hat mich gebeten, das Grußwort vorzulesen. Grußwort des Bundesministers des Auswärtigen Heiko Maas zum Finale der Lesefüchse international am 8. September 2021. Liebe Finalistinnen und Finalisten, liebe Lesefüchse. Lesefüchse International, eines der größten Projekte unserer Partnerschulinitiative PASCH, findet erneut unter den besonderen Umständen der Covid-19-Pandemie statt. Wie im letzten Jahr können die Lesefüchse sich nur im digitalen Format treffen. Trotz aller Widrigkeiten habt ihr euch an euren Schulen, die allesamt Teil des weltumspannenden PASCH-Netzwerkes sind, auf den heutigen Tag intensiv vorbereitet. Unter erschwerten Bedingungen werdet ihr nun eure hervorragenden Kenntnisse der deutschen Sprache unter Beweis stellen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es bis in das Finale geschafft habt. Die 4 Jugendbücher, die in diesem Jahr auf der Lektüreliste stehen, erzählen vom Erwachsenenwerden, von Freundschaft und großen Gefühlen. Damit fordern diese Romane junge Leserinnen und Leser wie euch dazu auf, sich mit wichtigen und zeitlosen Lebensfragen zu beschäftigen, Meinungen zu formulieren und Position zu beziehen. Wer die Welt verstehen möchte, der muss Fragen stellen. Die Demokratie lebt von der Vielzahl der Stimmen, auch und insbesondere von den jungen Stimmen. Glaubt daran, dass ihr etwas bewegen könnt, auch wenn es so aussehen mag, dass die wichtigen Entscheidungen immer von anderen getroffen werden. Wir brauchen junge, mutige Menschen, die einfache Antworten auf komplexe Fragen kritisch hinterfragen. Wir brauchen Menschen wie euch, die das Wagnis eingehen, die Welt aus der Sicht einer anderen Sprache zu betrachten, die sich informieren, die mitdenken und mitreden. Gerade jetzt bei den großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, wie etwa dem Klimawandel. Ich möchte auch den Lehrerinnen und Lehrern an den PASCH-Schulen, die euch bei der Vorbereitung unterstützt und begleitet haben, meinen Dank aussprechen. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, deren Engagement dieses Projekt auch dieses Jahr wieder möglich gemacht hat. Euch als Finalistinnen und Finalisten wünsche ich eine spannende Debatte beim Finale von Lesefüchse International 2021 und weiterhin viel Freude und Erfolg an und mit der deutschen Sprache. Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen. Vielen Dank, Herr Kiesler. Ich überleite jetzt an Frau Heike Toledo, die Leiterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Deutschlehrerinnen und liebe Fachberater, herzlich willkommen zu Lesefüchse International. Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, haben es geschafft, ins Finale zu kommen. Sie kommen aus Belarus, aus Bulgarien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Rumänien, Russland und Ungarn und stellen sich heute im Wettbewerb Lesefüchse. Dafür haben Sie 4 Bücher gelesen, was ich
sehr erstaunlich finde, dass Sie in unserer Muttersprache Deutsch 4 Bücher gelesen haben. Ich muss jetzt lange überlegen, wann ich das letzte Mal 4 Bücher vollständig gelesen habe. In einer Zeit, wo wir doch ganz doll verleitet werden, nur noch Überschriften zu lesen, diagonal unsere vielen E-Mails zu lesen, haben Sie wirklich 4 Bücher von vorne bis hinten gelesen? Und nicht nur das, Sie haben es in der Fremdsprache gelesen, in der deutschen Sprache, und Sie haben sich vorbereitet auf eine Debatte. Und auf die sind wir ganz besonders gespannt. Denn es ist nicht nur das Lesen, was den Wettbewerb auszeichnet, das ist ja schon sehr viel wert, sondern vor allen Dingen die Debatte darüber, was Sie aus den Büchern wie sehen, wie Sie zu bestimmten Aspekten stehen. Und ich hoffe auch, dass Sie kritisch als Literaturkritiker an die Bücher herangehen. Das hilft uns natürlich auch in Zukunft, andere Bücher auch vielleicht auszuwählen. Diese Bücher, die wir dieses Jahr im Wettbewerb haben, machen 4 große Probleme, ganz unterschiedliche Probleme hier auf. Eins ist ein historisches, und wenn Sie in den Hintergrund gucken, dann handelt es sich hier um Berlin. Aber so schön vereint, wie Sie es hier jetzt sehen, auf diesem Hintergrund war es ja nicht immer. Durch Berlin ging eine große Mauer und es gab ein Ost-Berlin und ein West-Berlin. Viele in Ihrer Generation wissen das gar nicht mehr. Also das ist auch ein Stückchen Deutschgeschichte, welche Sie nebenbei mit diesem Buch lernen. Amok-Alarm ist ein trauriges Thema, mit dem Sie vielleicht noch gar nicht konfrontiert waren, aber es gibt diese. Und auch das zweite Buch ist also ein ja fast schon Krimi-Buch, was Sie hier gelesen haben. Ein drittes Buch trifft auch nicht so ganz Ihre Lebenswelt, weil Sie ganz besonders gute, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sind. Aber in unserer Gesellschaft gibt es auch Schüler, die es sehr schwer haben in der Schule. Und wir nennen die auf Deutsch Schulversager. Und darum geht es, und sich damit einmal zu beschäftigen, sich in das Leben dieser Schülerinnen und Schüler reinzudenken, ist also auch sicherlich interessant für die Debatte. Und das letzte Buch, was mich besonders ansprechen würde, hier geht es um 3 Generationen, also um Oma, Eltern und Enkel. Und wie das manchmal so ist, halten 2 Generationen besonders zusammen, in diesem Fall Oma und Enkel. Also ganz interessante Themen, die, glaube ich, beim 4. Buch auch in Ihrem Leben vielleicht vorkommen. Und ich bin gespannt, wie Sie bei der Moderation dann auf die Aspekte reagieren werden und wer hier ganz viele Argumente in der deutschen Sprache anbringen kann und welches Land und welche Schülerin oder welcher Schüler dann den Lesefuchs mit nach Hause nehmen kann. Ich bin ein großer Fan dieses Wettbewerbs und hoffe, dass wir ihn dank des Auswärtigen Amtes weiter durchführen können und dass, wenn die Pandemie vorbei ist, wir Sie auch wieder hier direkt in Berlin begrüßen können. Jetzt aber drücke ich die Daumen für die Debatte. Alles Gute, und alle Sie, das kann man schon mal sagen, die ins Finale geschafft haben, haben gewonnen. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Frau Toledo, für Ihr Grußwort. Und wir haben ja viele Zuschauende, die vielleicht gar nicht wissen, was der Lesefuchs ist. Wir haben gesagt, das ist ein Lese- und Debattierwettbewerb. Aber vor allem ist ja die spannende Frage, was passierte davor in diesen ganzen letzten Wochen, in denen sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Ländern vorbereitet haben. Und wir haben heute eine Expertin zu Gast, das ist die Daria. Hallo Daria, du warst im letzten Jahr Teilnehmerin des Finales. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute, und du möchtest uns einmal erklären, was ist der Lesefuchs, wie läuft das ab, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, hallo. Erstens ist das eine große Gelegenheit für mich, schon wieder ein Teil dieses wunderbaren Wettbewerbs zu sein. Und das ist eine große Freude für mich, jetzt auch etwas tiefer erklären zu dürfen, was dieses Wettbewerb überhaupt ist. Das ist nicht einfach eine Debatte, wo die Jugendlichen irgendwelche Bücher auf Deutsch lesen, sondern das ist eine ganz kleine, große Welt, die auch die Herzen von den internationalen
Schüler, die auch Deutsch als erste Fremdsprache lernen, zusammenbringt. Das ist ein Wettbewerb, wo man jetzt tiefer in die deutsche Sprache gehen kann und auch lernen kann, wie man wirklich debattiert und wie man respektvoll gegenüber die Meinung von seinen Opponenten sein kann. Und genau. Du warst letztes Jahr selbst Teilnehmende in dem Finale. Dieses Jahr sind es wieder sieben Teilnehmende. Kannst du uns einen kurzen Einblick noch geben? Wie fühlt man sich kurz vor so einer, ja, bevor diese Debatte anfängt? Ganz nervös. Ich habe damals total gezittert. Meine Hände waren total nass und ich hatte total Angst und ich wusste nicht, was mich alles erwartet. Aber als das Wettbewerb angefangen hat und die ganzen Fragen vorkamen, kam ich ganz schön langsam rein und dann konnte ich die Zeit einfach genießen, wo ich verstanden habe, dass das jetzt nicht ein Wettkampf ist, sondern das ist das sind die Menschen, die auch meine Interessen teilen, die auch gerne Bücher auf Deutsch lesen, die auch gerne ihre Meinung äußern wollen. Und dann habe ich einfach die Zeit total genossen. Also zuerst ist man nervös, aber dann kann man einfach das Ganze ganz schön genießen. Kannst du den Finalisten für diesem Jahr noch was mit auf den Weg geben? Hast du vielleicht einen Tipp für sie? Ich würde empfehlen, einfach seid einfach ihr selbst und äußert gerne eure Meinung und seid auch dafür offen, die Meinung von euren Opponenten zu übernehmen und vielleicht auch manchmal überzeugt zu werden und ja, einfach weiter Bücher auf Deutsch lesen und Spaß an diesem Wettbewerb zu haben. Danke, Daria. Du verschrätst uns nachher auch noch, von wo du uns aus anrufst. Das behalten wir uns noch für nachher auf. Jetzt wurde schon erwähnt, es wurden Bücher gelesen in diesem Wettbewerb. Und es wurden vier Bücher gelesen von deutschen Autorinnen und Autoren. Und wir haben vier Teilnehmende des Wettbewerbs, die für uns alle diese Bücher jetzt einmal vorstellen werden. Und ich freue mich, dass das machen werden Valerie, Iside, Alexandra und Borislav. Und der erste, der ein Buch vorstellen wird, ist Valerie mit dem Buch Mauerpost. Guten Tag, ich heiße Valerie und möchte heute den Roman von Maike Duco und Anne V. Urstorff Mauerpost vorstellen und ein bisschen kritisieren. Mir hat das Buch richtig gefallen. Meiner Ansicht nach ist dieses Buch mehr an Altersgruppen mit verschiedenen Bevorzugungen zu empfehlen. Und der Roman scheint fast allen auf mehreren Gründen gefallen zu können. Gewiss könnte man dieses Buch wegen einiger kaum vorgeschriebenen Nebencharaktere oder wegen der Tatsache kritisieren, dass es erst wenige psychologische oder philosophische Sachen zum Überlegen an der Lektüre gibt. Aber das braucht man doch im Mauerpost gar nicht zu erwarten. Denn die Autorin legt die Schwerpunkte auf ganz andere Facetten, wie zum Beispiel eine wunderbare Detektivkomponente, bei der man viele Familien und Staatsgeheimnisse von Charakteren entschleiert. Oder der so genau und realistisch dargestellte Zeitraum der 80er in Berlin, dass sich der Leser fühlt, als hätte er das selbst erlebt. Öffnet man das Buch, taucht man gleich in die Atmosphäre vor dem Fall der Berliner Mauer 1989 ein, des Zeitraums, wenn die ganze Welt aus kapitalistischen und sozialistischen Einstellungen des Restalien bestand, die Grenze von denen direkt in Berlin war. Die Hauptcharaktere aus unterschiedlichen Berlin-Teilen, Julia und Ines, die miteinander nur mit den Briefen kommunizieren und somit die Handlung vorantreiben, sind sehr vielschichtig und interessant. Deshalb empfindet man ihre Briefinteraktion ganz bezaubernd, was meiner Ansicht nach ein wesentlicher Vorteil ist. Und das alles begleitet alle vernachlässigbaren Nachteile des Buchs und schafft am Ende eine wunderbare Geschichte. Natürlich lässt sich dieses wunderbare Buch nicht nur den Jugendlichen wie meinen Bruder oder Schwester empfehlen, sondern auch allen, die Bücher mit äußerst spannender Handlung oder mit gutem historischen Hintergrund mögen. Zudem passt es denjenigen, die Detektivgeschichten mögen. Sie sind heute anscheinend die Mehrheit, ja? Also ist das Buch wunderschön und ich freue mich riesig darüber, dieses Werk gelesen zu haben.
Also danke für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Danke dir. Als nächstes stellt Iside immer kommt das Leben dazwischen vor. Immer kommt das Leben dazwischen vor und Katrin Schork. So, jeder weiß, wie manchmal im Leben vorkommt, was nicht geplant und nicht geahnt wurde. So ist es auch in diesem Buch. Die Hauptperson, Karl, ist 13-jähriger Kind und er hat spirituelle Berufsberatung von seinem Opa in einem Traum, YouTuber-Star zu werden. Aber immer kommt ihm etwas dazwischen. Die Eltern sind nicht begeistert von der Idee, dass ihr Sohn die Schule verlässt und YouTuber-Karriere machen will. Oma will in ein Mehrgenerationenhaus ziehen, was für Karls Eltern nach einer modernen Hippie-WG klingt und was nicht respektabel ist. Und nur Karl versteht seine Oma und unterstützt sie dabei. Und dazu noch bekommt Karls Mutter einen neuen, gut aussehenden Chef, was fast zur Scheidung führte. Also muss sich Karl auf seine Nachbarin Irina und Cousins Masters und Disasters verlassen, weil niemand von Erwachsenen die Hilfe geben kann. Karl muss alles allein lösen. Erste Liebe, Trennung von den Eltern, die Schule, Omas Probleme, alles in einem liegen auf den Schultern eines Jungen. Und was ihn auf einmal reif und erwachsen gemacht hat. Karl, du bist so schnell aufgewachsen, hat Karls Oma gesagt, weil sie verstanden hatte, dass alle diese Schwierigkeiten ihm viel Erfahrung gegeben haben. Er musste selbstständig und schnell groß werden. Dieses Buch zeigt den perfekten Chaos und wie ein junges Kind nicht aufgegeben hat. Obwohl dieses Buch humorvoll und witzig war, es zeigt uns konkrete Probleme, die nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene überleben. Mir halt immer kommt das Leben dazwischen ein großartiges, kurzweiliges Lesenvergnügen beschert. Es hat Spaß gemacht, sich in die Gedankenwelt eines pubertierenden 13-Jährigen einzulassen. Und für mich persönlich habe ich von diesem Buch genommen, wie man nicht aufgeben darf und keine Angst haben, dem Herzen zu folgen. Oh. Dankeschön. Dankeschön für diese schöne Vorstellung. Ich freue mich jetzt auf die Vorstellung von Alexandra über das Buch Voll verkackt ist halb gewonnen. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dieses Buch vorstellen zu können. Es ist das erste von den 4 Büchern, das ich gelesen habe und es liegt mir ganz nah am Herzen. Die Zusammenfassung lautet so: 2 jugendliche Schulversager treffen sich in einer Bildungsmaßnahme, wo sie doch noch eine zweite Chance haben, einen Schulabschluss zu machen. Julian, der Stoner mit Matheangst, und Lisa, die Einzelschülerin mit Tourette, sind die 2 Narratoren dieses Buches. Die Kapitel werden abwechselnd von ihnen in der Ich-Perspektive erzählt. Und so sieht man auch aus ihren Augen, wie sich Freundschaften zwischen den unterschiedlichsten Gestalten entfalten. Die 2 müssen mit dem Punk Max und mit dem Möchtegern-Gangster Tariq in einer Vierergruppe ein Projekt zum Thema Träume machen, das ihre Zukunftschancen vielleicht radikal verbessern wird. Voll verkackt ist halb gewonnen ist ein Buch, das ein Gesamtbild der jugendlichen Innenwelt zeichnen will. Es kommen tiefgründige Themen wie Freundschaft, Träume und Identitätssuche vor. Aber insbesondere fand ich sehr gut, dass wenig angesprochene Themen wie zum Beispiel die Kondition der Schulversager in Deutschland dann auch adressiert werden, aber auch, dass ein wenig Gesellschaftskritik überall im Buch hereingestreuselt ist. Das Leseerlebnis war ein sehr angenehmes für mich. Das Buch ist sehr leicht zu lesen, es ist sehr entspannend und ich glaube, man kann es allen Altersgruppen über 12 Jahren empfehlen. Leider fand ich, dass einige Gestalten nicht zu zweidimensionell waren für die Ambitionen des Buches. Die Leitfrage ist, können wir unterschiedliche, teils unmotivierte Jugendliche es schaffen, ein gutes Projekt zustande zu bringen? Ich finde, diese Leitfrage kann ich in dieser Zusammenfassung nicht so beantworten, sonst würde ich das Ende des Buches verraten, aber ich kann dazu sagen, wir alle stoßen auf diese Frage in unserem Alltag oder vielleicht auch an Wendepunkten in unserem Leben und deshalb kann ich es allen empfehlen, aber insbesondere Jugendlichen, die vielleicht mehr über Freundschaft und mehr über Zusammenarbeit erfahren wollen und all das mit einem entspannten Leseerlebnis. Vielen Dank.
Danke, Alexandra. Borislav, du stellst uns noch das letzte Buch vor, und zwar Was wir dachten, was wir taten. Der Jugendroman Was wir dachten, was wir taten von Lerlina Oppermann handelt vom Amoklauf von einer Schule und dessen Auswirkungen sowohl auf die 14 Oberstufenschüler als auch auf den autoritären Herrn Filler. Mehrere Gründe sprechen für eine Weiterempfehlung des Buchs. Durch die Ich-Perspektive von Mark Fiona, Herrn Filler und Becky sowie die Polyperspektive im Laufe des Buchs werden die Gefühle der Protagonisten und ihre Gedanken erfahrbar und wirken authentischer, dank dessen eine Identifikation mit allen Figuren nahegelegt wird. Der Leser ist durch die vielfältigen Erzählstrategien, wie beispielsweise fiktive Geschichte mit Realitätsbezügen und fiktiven Augenzeugenbericht begeistert, weshalb er kein Interesse am Sujet verliert. Bemerkenswert dazu sind die intertextuellen Bezüge auf Harry Potter, Star Wars und Hannibal Lecter-Filmen, die dank der großen Popularität unter den Jugendlichen den Roman für das junge Publikum zugänglicher machen. Die Länge der einzelnen Kapitel ist auch in Betracht zu ziehen. Je atemloser die Handlung ist, desto kürzer sind die Kapitel und umgekehrt. Das Leitmotiv des Romans ist das Motiv des unerkannten Gegners, das letztendlich im seltsamen und zum Teil im peinlichen Verhalten von Seiten der Klassenkameraden resultiert. Wegen seiner Instinktlosigkeit erkennt Mark seine ehemalige Sitznachbarn nicht. Wegen seiner Verhärtung kann Herr Filler nicht nachvollziehen, dass er mit seiner ehemaligen Beraterin ist. Dieses Leitmotiv ist ein Warnsignal hinsichtlich der Kontaktlosigkeit im Zeitalter der digitalen Nomaden, und dementsprechend lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass im Buch ein Experiment an der Kontaktnatur der Spezies Mensch durchgeführt wird. So, sind die jungen Menschen Versuchskaninchen oder Selbstgestalter ihrer eigenen Existenz? Bleibt eine offene Frage. Vielen Dank. Danke dir, Borislav, und vielen Dank euch allen vielen für diese ausführlichen und spannenden Buchvorstellungen. Ich habe ja auch die Bücher gelesen und ich habe sie super zusammengefasst. Und ich denke auch vor allem Lust darauf gemacht, wer diese Bücher noch nicht kennt, sie zu lesen. Und einen Glückwunsch auch an dieser Stelle, dass ihr so weit gekommen seid, denn ihr habt ja auch in dem Lesefuchs-Wettbewerb teilgenommen. Okay, seid ihr alle bereit für die Debatte? Wir fangen jetzt an mit dem Debattierwettbewerb Lesefuchs 2021. Hier kommt meine erste Frage an euch. Immer kommt das Leben dazwischen. Ein Titel, der für alle Bücher passt. Eltern trennen sich, Amokläufe geschehen, Freunde werden zu Spitzel. Gewohnte Welten lösen sich auf. Wir könnten das Vertrauen in die Welt verlieren, wie es in Mauerpost heißt. Jetzt meine Frage an euch. Was gibt dir Vertrauen für dein Leben in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der wir gerade leben? Ich glaube, ich könnte da vielleicht anfangen. Ja, Roland, gerne. Und dann gerne das Wort mal weitergeben. Aber das Vertrauen, was man im täglichen Leben versucht immer zu finden eigentlich, wird auch in alle die Bücher behandelt. Da kommt oftmals die Eigenschaft von die eigene Familie da rein, in allen Büchern. Ohne die Unterstützung von die eigene Familie würden fast alle von uns nicht mit unseren täglichen Vornehmungen nicht durchkommen. Also ich glaube, wie auch in den Büchern erläutert, ist die Familie eine wirkliche Unterstützung und das, an was wir vertrauen können, an unsere täglichen Unternehmungen. Also ich bin damit voll und einverstanden und ich bin auch der Meinung, dass die Eltern natürlich eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Ohne ihre Unterstützung können wir nicht alle Ziele erreichen. Aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Freunde sollen anderen unterstützen.
weil zum Beispiel in dem Buch Kaktus hat gewonnen, spielen die Freundin von Julian, Lisa eine wichtige Rolle. Ohne Maxus Unterstützung oder Teig können sie nicht alles erzielen. Deswegen vertrete ich die Meinung, dass die Freunde auch sehr wichtig für uns sind. Ich stimme auch Daria zu und Roland auch zu. Und ich denke, außer Familie sind Freunde natürlich sehr, sehr wichtig. Weil wenn zum Beispiel die Familie nicht da ist, ist es natürlich schade, aber die Freunde haben an uns Glauben. Und zum Beispiel auch in einem Buch, von Verkaktis hat gewonnen, haben wir die vier Jugendliche. Und die glauben aneinander. Und wenn das Glauben nicht gäbe, dann könnten sie ihre Träume und ihre Wünsche nicht in die Erfüllung bringen. Deshalb denke ich, dass die Freundschaft eine sehr wichtige Rolle spielt und die Freunde sind auch wie eine zweite Familie für uns. Und auch gab die Familienprobleme in anderen Büchern auch. Und es ist immer wichtig, dass man sehr gute Freunde hat aus der Familie, wenn sie ihre Eltern zum Beispiel nicht wirklich vertrauen können. In diesem Punkt bin ich mit allen drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht total einverstanden. Einerseits ist es wirklich so, die Unterstützung von Familie ist notwendig und extrem wichtig, aber andererseits das Wichtigste natürlich Glaube an dich selbst ist. In allen vier Büchern wurde über Glaube an sich selbst beschrieben. In allen vier Büchern haben alle Haupthelden etwas gemacht, nur weil sie an sich selbst geglaubt haben. Und meiner Meinung nach ist es wirklich das Wichtigste, an sich selbst glauben zu können. Und ja, natürlich Unterstützung von Familie oder von Freunden oder von Bekannten zu bekommen. Ja, ich stimme Elisabeth ganz völlig zu. Also sie hat fast meine Gedanken gesagt. Also Familie, Freunde sind ja bestimmt wichtig, aber was wir dann, wenn es vielleicht so einige Situationen geben, wenn wir also keinen Kontakt zu unserer Familie haben oder zu unserer Freunde haben, was muss ich dann machen? Ich muss vielleicht ja an mich selbst glauben. Ich muss mich so einnehmen, wie ich bin, mich selbst lieben und dann, nur dann kann ich also meine Ziele erreichen, alle diese Tiefschläge, die mir meine Schicksal vorbereitet habe, also das alles, die Schwierigkeiten überwinden. Also ich verstehe die Meinungen von Anna und auch Elisabetha. Und ich muss noch dazu fügen, dass es ist auch, ja, wie Sie gesagt haben, es ist wichtig, dass wir uns selbst vertrauen, dass wir das schaffen können. Aber noch bevor wir irgendjemandem vertrauen oder uns selbst, wir müssen kennenlernen, wen wir vertrauen können, wer uns unterstützt, wenn wir Probleme haben. Und die Freunde sind eigentlich immer erreichbar hier in unserer modernen Welt, durch Handy, auf irgendwelchen Apps. Und sie können uns immer ein bisschen Mut geben und sie glauben auch in uns, wenn wir vielleicht nicht diesen Glauben haben. Ich denke, dass wir allen haben eine Art von eine Batterie, etwas zu erreichen, versuchen. Und die wichtigste Dinge im Leben ist sich selbst vertrauen und dann kann man alles erreichen. Aber naja, natürlich haben wir diese Batterie durch schwierige Zeiten durchgehen und die Weg zum dieser Batterie zu laden ist mit Freunde und Familie und wenn wir haben Unterstützung der Liebe, die Unterstützung der Leute, die wir lieben, natürlich ist diese Batterie und unsere Herz voller und deshalb geht unser Weg zu etwas erreichen viel einfacher und deshalb kann man auch viel mehr erreichen. Es gibt natürlich einen sehr interessanten Ausdruck, dass
Der einzige Mensch, der man 100% vertrauen kann, ist man selbst. Das kommt auch teilweise in die Bücher vor. Zum Beispiel nehmen wir Mauerpost. Da erfahren wir wieder, also zum Beispiel auch manchmal durch andere Quellen, dass während die 80er, also DDR-Zeiten in Ostberlin, zum Beispiel wie dein nahester Freund kann auf einmal zu deinem Feind werden. Oder auch wie zum Beispiel in Voll verkackt ist halb gewonnen, gibt es viele Charakter, wen die Familie sozusagen verraten hat, nicht mehr die Unterstützung erlaubt, was eigentlich richtig wäre für die Kinder gewesen. Ja. Vielleicht kann jetzt jemand weiterreden? Oder? So, ja. Ich werde jetzt so. Daria, möchtest du noch mal was sagen? Also, vielleicht ja. Ich denke, das Vertrauen in sich selbst ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn neben dir keine Freunde, keine Unterstützung gibt, kann es so weiter nicht so lange gehen. Und deswegen vertrete ich die Meinung, dass wenn die Menschen nur Glauben in sich selbst haben, können sie alle sich selbst nicht erreichen. Und deswegen sind solche Unterstützung für unsere Eltern, unsere Freunde und sogar in der Schule sehr wichtig. So können wir einige Beispiele in den Büchern sehen. Zum Beispiel im Buch Voll verkackt ist halb gewonnen, gibt es einen super Lehrer, auch Hugo. Und wenn dieser Lehrer seinen Schüler unterstützt, können sie sehr viel erreichen und sie können alles machen, was sie wollen. Und wenn Sie wieder zum Beispiel Herr Piller nehmen, der mehr Augen auf seine Doktorarbeit hat als für seine Schüler, haben wir ein ganz anderes Resultat. Und das können wir auf Maxes Beispiel sehen. Anna, du wolltest eben was sagen und ich hatte gedacht, dass Daria auch sich so gemeldet hat. Du wolltest darauf eingehen, was Roland gesagt hat. Der hat ja den Aspekt reingebracht, du kannst dich nicht immer auf deine Freunde verlassen, weil in dem Buch Mauerpost wird der beste Freund, die beste Freundin zu einem ja, Spitzel im Grunde. Wolltest du dich darauf denn beziehen? Dann will ich dir gerne das ja, Wort geben. Ja, eigentlich auf Alberts Aussagen noch, dass es wichtig ist, dass wir in uns selbst vertrauen, weil wir so sehr viel erreichen können. Und ich möchte auch noch in Bezug auf Darias Denkweise eingehen, dass es wichtig ist, dass wir auch Freunde dabei haben, weil zum Beispiel in einem jungen Alter, wo wir noch ein bisschen orientierungslos sind oder in der Pubertät sind, also immer kommt in das Leben dazwischen. Karl war auch noch sehr jung und er konnte so gesagt noch nicht wissen, was er tun muss, um ihre Eltern von Trennung abzuhalten. Und sie hat dann mit ihrem Cousins gesprochen und auch mit Irina Palowski, die Freundin, also die Nachbarin von gegenüber. Und es ist wichtig, wenn du orientierungslos bist oder keinen Weg weißt oder keine Lösung, dass du dich in Freunde oder Familienmitglieder vertrauen kannst und sie fragen kannst, was du machen sollst. Ja. Dankeschön. Gibt es noch jemanden von euch in der Runde, der noch zu der Frage was sagen will? Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Möglichkeit wäre es noch, sonst gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ich bin mit Roland in diesem Punkt einverstanden. Es gibt ein russisches Sprichwort, «Спасение – дело самих утопающих». Und auf Deutsch ist das «Die Rettung des Ertrinkenden ist das Ziel von Ertrinkenden». Und das bedeutet, dass es niemanden gibt, wer dir helfen kann, wenn du keine Lust insgesamt hast, dir selbst zu helfen. Und zum Beispiel wie im Buch Voll verkackt ist halb gewonnen. Es gibt ein Hauptheld Julian und ein Hauptheld Lisa. Die beiden haben Krankheit, aber Julian hat keinen Bock, sich selbst zu helfen, etwas zu machen, um erfolgreich zu sein. Und Lisa hat wirklich riesige Lust, etwas mit dieser Krankheit zu machen, glücklicher zu leben.
Und das ist wirklich wunderschön. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass man den Bock haben muss, sich selbst zu helfen, um erfolgreich zu sein. Und niemand, ja, Unterstützung ist notwendig, aber mit Unterstützung und ohne eigene Lust etwas zu verändern, wird nichts passieren. Okay, danke schön für eure Antworten. Wir gehen zur nächsten Frage. Ich starte mit einem Zitat aus einem Buch, Mauerpost. Freiheit ist sagen, denken und tun, was ich möchte. Uns allen ist Freiheit wichtig. Doch, was braucht es dafür? Ist meine Frage an euch. Wer möchte beginnen, den ersten Redebeitrag? Darf ich anfangen? Ja, gerne, Elene. Wir haben in Georgien ein Sprichwort, das sagt, die Macht ist in der Einheit. Und seit mehreren Jahrhunderten versuchen wir, Freiheit zu erreichen, irgendwie. Und ich denke auch, dass Freiheit ist sagen und denken, wie es im Buch Mauerpost stand. Und die Macht ist wirklich in die Einheit. Also der Zusammenhalt ist sehr wichtig, weil man kann das nicht allein erreichen. Zum Beispiel, wenn Julia keine Brieffreundin hätte, Ines, dann hätten sie die Briefe nicht miteinander ausgetauscht und einander nicht geholfen, einander gar nicht kennengelernt und sie hätten auch gar nicht gewusst, wie sie miteinander verbunden sind und wie wichtig zum Beispiel die Freiheit war für Julia. Sie hatte auch gar keine Ahnung, was in West-Berlin passiert, weil Ost-Berlin ganz anders war als West-Berlin. Und ich denke, auch ihr Vater hat eine sehr große Rolle gespielt. Und Uwe hat auch gezeigt, mit Hilfe dieser Demonstrationen und Einheit, was Freiheit wirklich bedeutet und warum wir frei sein sollen. Danke, Elena. Also ich stimme Elena zu. Und es ist ein guter Gedanke, dass Einheit wichtig ist. Und wir durch diese Demonstrationen oder Schriften oder Artikeln, halt Bücher, was wir alles halt mit Sagen und Schreiben für die Welt so übergeben können. Aber es ist auch wichtig, einen guten Hintergrund zu haben. Also zum Beispiel Max wollte Veränderung haben, im Vorverkaktis haben gewonnen. Und er hat schon Sachen gemacht, aber nur auch in einer Gruppe, in einer Einheit. Aber er konnte nicht so große Veränderungen schaffen, weil er einen schlechten Hintergrund hatte. Nicht so viel Geld, in einem schlechten Gegenleben. Aber er wurde von der Mutter unterstützt und auch von den Freunden. Also es ist wichtig, wenn, dass du einen starken Hintergrund hast, Freunde, Eltern, die dir mit dem Sagen und Freiheit und alles helfen, die du erreichen möchtest. Okay, danke, Anna. Also, alles. Was, ja, Daria. Mhm. Alles Gedanken sind natürlich wichtig, aber ich denke, dass nicht immer unser Hintergrund sehr wichtig ist. Meiner Meinung nach ist Freiheit eine Fähigkeit der Menschen, sich etwas machen, was du willst, und nicht in dieser Zeit auf den anderen sehen. Und zum Beispiel in den Büchern haben wir verschiedene Beispiele, dass die Menschen, die perfekten Hintergrund haben, können seine eigene Meinung nicht äußern. Zum Beispiel Julians, zum Beispiel Karls Vater im Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen. Er hört immer seine Frau und er sagt etwas selbst nicht. Außerdem Julians Mutter. Sie hat auch einen großen Wohlstand und sie hat sehr viel Geld. Einen Mann, der kann sehr viel für sie machen. Aber sie sagt nicht, was sie willst.
und sie möchte vielleicht Julians etwas helfen, aber sie macht das nicht, weil sie Angst davor hat. Und deswegen vertrete ich die Meinung, dass Freiheit nur von uns selbst abhängt. Ich denke, dass eine wirkliche Freiheit, das ist eine komplette Toleranz, weil ich denke, dass Freiheit beginnt in der Gehirn des, der Leute und dass wenn wir sich miteinander nicht perfekt kommunizieren kann und wenn wir nicht einander tolerieren kann, dann natürlich haben wir Konflikte und das geht auch zum anderen Meinungen her, dass dann kann die Leute keine Einheit haben. Und diese zwei Dinge, Toleranz und Einheit, sind die Gründe für eine wirkliche Freiheit, wenn man kann alles, was er will, denken, sprechen und zum etwas Besseres im Leben gehen. Also, ja. Okay, ja, bitte, nee, alles gut. Ja. Anna, vielleicht erst und dann Roland, ja? Okay. Okay. Also, ja, sagen, was ich denke, schreiben, was ich denke. Also, Freiheit der Meinung haben, ist es stimmt wirklich toll. Aber für mich ist hat Freiheit auch noch einen Bestandteil, also so sein, wie ich wirklich bin, ohne Angst zu haben, dass also mich irgendwer sowas machen wird. So muss ich meinen Gedanke klarer formulieren. Also nicht von der Meinung den anderen abhängen. Also wie war es im Voll verkackt? Also, so zum Beispiel habe ich Dyskalkulie oder habe ich Tics. Ich nehme mich so ein, wie ich bin. Ich habe keine Angst, dann, dass irgendwer über mich irgendwas so Schlechtes sagen würde. Und so. Vielleicht. Danke. Roland. Ja, vielleicht kann ich den Endwort hier so zusammenziehen. Ich würde mich gerne nochmal auf dem Buch Mauerpost beziehen und das Thema DDR und die 80er. Wenn wir heute über Freiheit als solche diskutieren, diskutieren wir auf keinen Fall unter solchen Umständen, als die Menschen in der DDR oder in die Sowjetunion während die Zeiten von 70er und 80er. Das war eine komplett andere Welt. Menschenrechte wurden täglich gebrochen. Man hatte keine Möglichkeit, seine eigene Meinung so zu äußern, wie man möchte. Das ist eine Sache, das wir heutzutage haben. Und das auch dank zu zum Beispiel den Menschen, die aufgestanden sind, die Montagsdemonstranten. Ich habe zum Glück in meinem Leben schon mal eine Möglichkeit gehabt, mit einer Zeitzeugin zu sprechen, die auf die Montagsdemonstration dabei war. Und dieses Gefühl, dass man von einem Mehrfamilienhaus, von dem oberen Fenster einen Sniper sieht, da versteht man schon gleich, dass die wirkliche Staat, die Bevölkerung beschützen, und unterstützen sollte, steht dagegen. Und das ist ein schrecklicher Beweis, was wir heutzutage vielleicht in der EU nicht so wirklich verstehen können. Hoffentlich kommt es auch nie in der Zukunft zu solchen Ereignissen. Freiheit wurde ja eigentlich auch in alle Bücher angesprochen. Zum Beispiel beim Immer kommt mir das Leben dazwischen. Das waren die geschehenen Momente in Karls Leben, was ihn
etwas mehr erwachsen gemacht haben. Er war nicht mehr dieser kleine Junge, der einen YouTuber-Traum hatte und einen Blick manchmal auf die Mädchen geworfen hat. Er hat solche Sachen schon mal durchgeführt, wobei auch vielleicht ein erwachsener Mensch scheitern würde. Vielleicht möchte jemand noch etwas dazu sagen? Ich möchte noch Bezug auf Franz. Entschuldigung, bist du? Was ist die Freiheit? Das bedeutet die Möglichkeit haben, frei etwas zu schreiben, etwas zu machen, eigene Ziele zum Beispiel zu erreichen oder eigene Prioritäten zu setzen. Aber in erster Linie bedeutet die Freiheit, frei dir denken zu können. Und ja, es gibt einige Situationen, wie zum Beispiel im Buch Mauerpost, wenn die Menschen keine Möglichkeit haben, etwas frei zu machen. Aber es hängt natürlich von inneren Kräften und vom Bock der Leute, etwas in eigenem Leben zu verändern. Und manchmal ist das extrem schwer, etwas Neues zu erleben oder etwas zu ändern in eigenem Leben. Aber es ist notwendig und man kann das machen, nur wenn man eigene Lust hat und natürlich frei in eigenem Kopf ist. Mhm. Anna? Ich wollte noch in Beziehung auf Rolands Hinweis über Mauerpost und die alten Zeiten was sagen. Also eigentlich leben wir in Freiheit. Wir dürfen tragen, was wir wollen. Wir können in Schulen gehen, wohin wir wollen. Also Schulen auswählen, wirklich. Wir dürfen ja frei schreiben, frei etwas aussagen und wie auch Elisabeth erwähnt hat, frei denken. Denn in alten Zeiten war es auch so, zum Beispiel, ja, vielleicht denkt er über etwas nach, das verboten ist und nur deswegen wurde beschuldet und vielleicht abgeschossen. Und die alten Zeiten und zwischen den alten Zeiten und heutigen Zeiten ist ein sehr großer Unterschied und sehr viel Gutes und Besseres passiert. Und so haben wir eine ziemlich gute Freiheit erreicht. Okay, es gibt Ausnahmen, Länder, wo es noch nicht wirklich auch Frauen und Männer beide gleiche Rechte und Freiheit haben. Aber wir arbeiten daran und ich hoffe, es wird einmal auf der ganzen Welt gleich guten Freiheit geben und gleiche Rechte. Okay, danke euch für diese lebhafte Diskussion zu dieser Frage über Freiheit. Eine Frage, die wir wahrscheinlich noch sehr viel länger ausdiskutieren könnten, weil es einfach so ein unheimlich wichtiges Bedürfnis und Wert für uns alle ist. Ich möchte trotzdem mit euch zur letzten Frage kommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich vielleicht so sagen, dass erstmal jeder eine Antwort gibt. Und falls es noch ein bisschen Zeit gibt, dass ihr aufeinander Stellung nehmt, können wir das noch machen. Aber erstmal möchte ich, dass jeder vielleicht auch wie so ein Abschlussstatement geben kann mit dieser Frage. Hier kommt sie. Was bedeutet Scheitern für euch? Und kann im Scheitern auch eine Chance liegen? Wer möchte als erstes zum Scheitern und den Chancen des Scheiterns sprechen? Denk kurz ruhig nach. Einmal noch sortieren. Ich möchte, wenn ich kann. Gerne, Albert. Ich denke, ich bin ein bisschen vielleicht naiv und positiv. Und ich denke, dass Scheitern ist ein wichtiger Teil des Lebens und jeder Mal, wir etwas nicht versuchen, dann das ist eine Art, in die das Leben zeigt, du musst weiter versuchen. Und ich auch glaube viel in Schicksal und ich denke, dass wenn ich fehle in etwas, dann das kann ein mir zeigen, dass ich muss etwas anderes im Leben machen und es gibt so viele Wege im Leben und ja, wir sind manchmal sind wir sehr lustig, manchmal sind wir traurig und ich denke, dass
Wenn wir scheitern, dann das, es ist zum Beispiel ein dunkles Weg, um wieder lustig zu sein. Deshalb, ich denke, dass Scheitern ist sehr wichtig für uns. Danke. Ja. Wer möchte? Roland? Ich würde gerne mal dann weiter sprechen. Es ist eine sehr faszinierende Frage. Man sage doch, dass um zu gewinnen, muss man scheitern. Von seinen eigenen Fehlern lernen und durch diesen Prozess sich immer verbessern. Es ist klar, dass in diesem Welt ist das Gewinnen von alles nie möglich. Es wird auch nie möglich sein. Das ist eine menschliche Eigenschaft, dass man auch verliert beziehungsweise scheitert. Es ist aber wichtig, dass man sich trotz solcher Ergebnisse oder Ereignisse wieder aufrecht steht und weiterarbeitet oder weiter tut oder was es immer noch ist, woran man denn scheitert. Ist das ein Sportwettbewerb in der Schule, was noch immer, was in unserem heutigen Leben hier gerade vorgeht? In dieser Scheitern liegt natürlich eine neue Chance, weil nach dem Verlust, nach dem Scheitern, wirft man einen anderen Blick auf die ganze Sache, woran man dann gescheitert hat. Und das gibt den Menschen einen neuen Blick auf die ganze, wenn man will, dann auf das ganze Welt und sein eigenes Wesen. Dankeschön. Helene. Ja, ich stimme Roland und Albert völlig zu. Und ich will sagen, ich glaube, Scheitern ist eine gute Sache in unserem Leben. Und ich finde, das Leben kann nicht perfekt sein. Oder wenn es perfekt wäre, dann hätte es keinen Sinn gemacht. Weil wenn wir nicht scheitern, dann wissen wir nicht, also wenn wir nicht scheitern, dann wissen wir nicht, dass wir nicht aufgeben sollen. Also wir müssen erstmal scheitern, um zu gewinnen und um weiterzugehen. Und nachdem wir scheitern, dann bekommen wir auch natürlich mehr Motivation und wir sollen aber nie aufgeben. Und ich sage immer, wenn zum Beispiel die Tür von unserem Gesicht geschlossen wird, dann soll man nicht direkt aufgeben, sondern gehen und nach einem Fenster suchen, das noch offen geblieben ist. Und so kommt man auch raus. Und es ist aber wichtig, dass es eine Wille gibt und man nicht aufgibt. Und wo eine Wille gibt, dann findet sich auch ein Weg. Ja, danke schön. Ich stimme mit der anderen Teilnehmer zu. Aber ich möchte auch betonen, dass um auf die Frage antworten, ob Scheitern für uns wichtig ist oder nicht, muss man auch die Charakter der Menschen sehen. Es gibt einige Menschen, für die Versagen oder Scheitern sehr wichtig sind. Nach diesem Scheitern oder Versagen können sie noch mehr machen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie machen nach dieser Situation alles, was sie mögen, was sie wollen und was sie noch sollen. Und ich denke, dass für solche Menschen Scheitern ein Teil ihres Lebens ist und nach diesen Situationen sind sie noch stärker. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Buch Voll verpackt ist halb gewonnen sehen, können wir verstehen, dass wenn diese vier Jugendliche nicht Versager werden, können sie vielleicht miteinander nicht kennengelernt. Und ich denke, dass diese Freundschaft zwischen diesen Jugendlichen sehr wichtig für jeder auf sie ist. Und deswegen vertrete ich die Meinung, dass es sehr wichtig manchmal ist, scheitern. Aber es gibt auch die Menschen, die nach solchen Situationen keine innerliche Motivation haben werden. Und deswegen werden sie noch schwächer und schwächer und können weiter damit nicht leben. Danke, Daria. Ich weiter? Ja, gerne. Anna? Ja, also ich stimme meiner Kollegin und meiner Kollegin auch zu. Und ich bin noch ein anderer Aspekt, dass es ist nötig, dass wir scheitern, so gesagt, weil wir lernen davon, wir sehen es auch von einer anderen Perspektive, wie es erwähnt wurde. Aber es ist
sehr traurig, dass nicht in allen Ländern, alle Gesellschaften so gesagt es akzeptieren, dass du scheiterst. Viele Menschen denken, dass Scheitern schlecht ist, dass du dich zum ersten Mal geschafft hast. Aber es ist nicht richtig, weil wir können jeder Mal noch einmal versuchen. Wir sind noch jung, wir haben Zeit und wir lernen immer mehr im Leben, auch mit Scheitern, auch mit Gewinnen, alles, was passiert. Also, ich möchte auch was einbringen. Ja, wie hat Daria gesagt, es gibt in der Welt verschiedene Menschen. Einige sind mehr innerlich stark, die anderen haben weniger innerliche Kräfte und können also leicht von dem Traum abwechseln. Aber ich meine, dass es trotzdem eine gute Möglichkeit ist, uns selbst zu testen. Und vielleicht ist das auch ein Impuls, sowas besser machen oder noch was. Das kann vielleicht auch ein Schicksal sein. Wir können verschiedene Menschen noch kennenlernen oder sowas probieren, was wir früher, worüber wir früher einfach nicht gedacht haben. Und ja, vielleicht voll verkackt ist wirklich halb gewonnen. Danke, Anna. Ich bin mit allen einverstanden. Ja, ich bin mit allen einverstanden. Ich möchte sagen, dass Scheitern in erster Linie das Zeichen ist, dass man versucht, etwas zu machen. Und das ist wirklich der größte Teil der Erfolg, immer weiter zu versuchen, etwas zu machen. Einige Leute verlieren die Motivation, weil sie scheitern. Aber das ist sehr falsch. Das ist total wichtig, einmal ab und zu scheitern, weil das das Zeichen ist, dass du alles richtig machst. Und ich werde meine Rede mit Sprichwort enden. Wenn wir etwas erlernen, wenn wir Fehler machen, warum sind wir so ängstlich, Fehler zu machen? Danke und danke euch. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne mit dieser Frage von dir, Elisabetha, diese Diskussion abschließen und all die Zuschauer, die diese ganze Debatte verfolgt haben, vielleicht tragt ihr diese Frage auch weiter in euren Klassenraum, in eure Familien und diskutiert sie weiter. Ihr könnt euch entspannen, ihr habt es geschafft, ihr habt die Debatte über diese Bücher und eure Meinung dazu geschafft und ich lade jetzt erstmal wieder in unseren Raum alle Teilnehmer ein und Teilnehmerinnen, die sich zwischendurch verabschiedet haben. Danke für dieses anregende Gespräch und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für euren Mut, in einer anderen Sprache zu debattieren, eure Bereitschaft, euch zu zeigen. Ihr gebt mit eurer Meinung anderen Impulse, ihr öffnet Horizonte, ihr öffnet neue Türen und Fenster und ihr ladet vor allem auch ein, sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen, in die Literatur einzusteigen, tiefer einzusteigen. Wir sagen, glaube ich, in jedem Jahr in diesem Wettbewerb, weil es wirklich so ist, dass Literatur Brücken baut und ihr seid diese Brückenbauer in alle Welten hinaus. Und für mich ist es immer eine Ehre, diese Veranstaltung zu moderieren, dabei sein zu können. Ich habe viel von euch gelernt, nehme neue Perspektiven mit. Und ich denke, ihr tragt sie in viele, viele Räume, digitale Räume oder reale Welten dort draußen weiter. Wir haben Urkunden für euch, dass ihr daran teilgenommen habt, an diesem Lesefuchs-Wettbewerb. Ich möchte, bevor ich sie euch überreiche, einmal die Daria nochmal einladen. Sie hat die Debatte verfolgt. Daria, wie war es für dich? Gib uns doch mal ein Feedback. In den anderen Jahren, auch zur Erklärung, gab es eine Siegerehrung. Es wurde wirklich mit einer Jury der beste Teilnehmer ausgewählt, obwohl immer alle
die besten sind. Ich finde es immer schrecklich, eine Person herauszupicken. Insofern bin ich sehr froh, dass es das jetzt nicht gibt. Aber Daria, sag du mal aus deiner Expertenmeinung, wie hast du diese Debatte verfolgt? Was ist dir aufgefallen? Welche Fragen nimmst du auch mit? Also ich finde, die Debatten, die im Rahmen dieses Wettbewerbs stattfinden, immer sehr inspirierend, weil das mir so viel Freude macht zu verstehen, dass die Jugend sich so viel für die Literatur interessiert und dass sie sich wirklich Zeit nehmen und die Bücher durchlesen und in einer Fremdsprache, das ist einfach Wahnsinn, wie tief man einfach reinschauen muss und wie intensiv man das alles durchstudieren muss. Das habe ich auch aus meiner Erfahrung selber, dass man sich sehr viel Mühe geben muss, dabei diese ganzen Bücher zu lesen. Aber ich muss sagen, das ist einer der größten Schätzen, der wertvollsten Schätzen, die man mit sich in das Erwachsenenleben nehmen kann. Und die Debatte, die heute stattgefunden hat, war einfach inspirierend. Und jetzt nur eine Frage auszuwählen, wäre für mich viel, viel zu schwer. Ich muss sagen, dass die Teilnehmer sind wirklich, wirklich gut in Deutsch und sind wirklich gut darin, die Kernaspekte von Büchern mitzunehmen und die auch darstellen zu können. Und einfach super, wie die Meinung immer geäußert wurde und einfach total spannend gewesen. Danke dir. Daria, wir haben gesagt, wir verraten noch, von wo aus du jetzt zugeschaltet bist. Wo befindest du dich gerade und vor allem warum? Wie kam es dazu? Ja, ich habe eine DSD-Schule in Ufa absolviert in diesem Jahr und ich habe das Stipendium bekommen mit Hilfe von ZDV und auch, dass ich DSD-2-Sprachdiplom auch bekommen habe vor einem Jahr. Und gerade studiere ich in Marburg. Ich mache das erste Jahr im Studienkolleg und ich bin total gespannt, wie das neue Schuljahr, jetzt Uni-Jahr, anfangen wird. Schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall dafür auch viel Erfolg. Und wie du es gerade auch gesagt hast, die Teilnahme an diesem Wettbewerb, gefördert von der oder ausgerichtet von der ZFA, öffnet vielleicht auch euch allen Türen. Und deswegen ist es eine große Ehre für mich, euch diese Urkunden zu überreichen. So sehen sie aus. Ein Lesefuchs ist hier vorne drauf. Ich schicke sie mal digital zu euch und ich hoffe, sie kommt an. Wie durch ein Wunder ist sie schon bei den meisten Schreibtischen angekommen. Kommt der ein oder die andere noch auf die Idee, weiter deutsche Sprache zu studieren? Vielleicht habt ihr Chancen, nach Deutschland zu kommen. Vielleicht sehen wir uns. Ich würde euch wahnsinnig gerne persönlich hier in Berlin im Rahmen des Festivals begrüßen. Vielleicht habe ich irgendwann andermal die Gelegenheit dazu. Wir sind am Ende des Wettbewerbs angekommen. So viel steht fest. Der Lesefuchs findet auch im nächsten Jahr statt. Ob in digitaler Form, so wie in diesem Jahr, oder wieder live im Rahmen des Literaturfestivals in Berlin, das werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall denke ich, dass ihr so vielen Leuten Lust gemacht habt aufs Lesen, aufs Debattieren. Vielleicht habt ihr euch schon miteinander vernetzt und wollt noch weiter die Kontakte nutzen und euch weiter austauschen. Mich hat vor allem das Buch Mauerpost berührt. So viel möchte ich noch sagen. Ich als Ur-Berlinerin, die 1980 geboren ist. Für mich bedeutet es unheimlich viel, in dieser Stadt groß geworden zu sein und diese Freiheit jetzt genießen zu können. Und ich wünsche euch allen, die uns zuschauen, allen, die hier im Studio sind, weil da hinten sind einige Menschen in der Technik, die es alles hier möglich gemacht haben, die Organisatoren des Festivals, alle Lehrer und Lehrerinnen, Eltern, alle, die euch die Daumen gedrückt haben. All uns wünsche ich Freiheit, dass es euch gut gehen mag. Und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn der Lesefuchs wieder stattfindet beim Literaturfestival. Macht es gut und auf Wiedersehen.